sprach er zu seinen Jüngern. Ihr wisset, dass nach zween Tagen Ostern wird und des Menschen Sohn wird überantwortet werden, dass er im Volk, in dem Palast des hohen Priesters, der da hieß Kaiphas, und hielten Rat, wie sie Jesu mit Listen griffen und töteten. Sie sprachen aber, zu ihm ein Weib, das hatte ein Glas mit köstlichem Wasser und goss es auf sein Haupt, da er zu Tische saß. Da das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen, mich begraben will.
Zu, von meiner Augen tränen.
mit Namen Judas Iskariot, zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von dem an suchte er Gelegenheit, dass er ihn verriete.
der süßen Brot traten die Jünger zu Jesu und sprachen zu ihm. Unter ihnen und sagten zu ihm, da sie aber aßen, nahmen
Thank you.
Du nicht dreimal verleugnen.
zu ihm. Und wenn ich mit dir sterben müsste, so will ich dich nicht verleugnen. Desgleichen sagten auch alle Jünger. Thank you.
Oh!
zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu ihnen: Könnet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht den greifet. Und als
bald trat er zu Jesum und sprach: Gegrüßet seist du, Rabbi, und küssete ihn. Jesus aber sprach zu ihm: Mein Freund, warum bist du kommen? Da traten sie hinzu und legten die Hände an Jesum und griffen ihn. Thank you.
heraus und schlug des hohen Priesters Knecht und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm: Stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen. Meine
Ältesten sich versammelt hatten. Petrus aber folgte ihm nach von ferne, bis in den Palast des hohen Priesters und ging hinein und satzte sich bei den Knechten, auf dass er sähe, wo es hinaus wollte. Die hohen Priester aber und Ältesten und der ganze Rat suchten falsches Zeugnis wider Jesu, auf dass sie ihn töteten und funden keines. Thank you.
Gotteslästerung gehöret, was winket euch? Sie antworteten und sprachen: Er ist es doch der Schuld, er ist es doch der Schuld, er ist es doch der Schuld, er ist es doch der Schuld. Da speierten sie aus in sein Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Etliche aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen:
ältesten des Volks einen Rat überließen, dass sie ihn töteten und banden ihn, führten ihn hin und überantworteten ihn im Landpfleger Pontio Pilato. Da das sei Judas, der ihn verraten hatte, dass er verdammt war zum Tode, gereute es ihn. Und brachte er wieder die 30 Säbelinge den hohen Priestern und Ältesten und sprach: Ich habe übel getan, dass ich um schuldig Blut verraten habe. Sie sprachen: Was sind wir uns als Mann, was
an einem Töpfers Acker darum zum Begräbnis der Pilger. Da hier ist derselbige Acker genennet der Blutacker bis auf den heutigen Tag. Da ist erfüllet, das gesagt ist durch den Propheten Jeremias, da spricht: haben genommen 30 Silberlinge, damit bezahlt war der Verkaufte, welchen sie kauften von den Kindern Israel, und haben sie gegeben um einen Töpfers Acker, als mir der Herr befohlen hat. Jesus aber stand vor dem Landpfleger, und der Landpfleger fragte ihn und sprach: Bist du der Judenkönig? Jesus aber sprach zu ihm: Du sagest's. Und da er verklagt ward von den hohen Priestern und Ältesten, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm: Hörest du nicht, wie hart sie dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein Wort, also, dass sich auch der Landpfleger sehr verwunderte. Der Landpfleger Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Er hatte aber zu der Zeit einen Gefangenen, einen sonderlichen vor anderen, der hieß Barabbas. Und da sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Welchen wollt ihr, dass ich euch losgebe, Barabbas oder Jesum, von dem gesaget wird, er sei Christus? Denn er wusste wohl, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und da er auf dem Richtstuhl saß, schickete sein Weib zu ihm und ließ ihm sagen: Du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten. Ich habe heute viel erlitten im Traum von seinetwegen.
und die Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten sollten und Jesum umbrächten. Da antwortete nun der Landpfleger und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr unter diesen Zweien, den ich euch soll losgeben? Sie sprachen: Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich denn machen mit Jesu, von dem gesagt wird, er sei Christus? Sie sprachen alle: Lasst ihn doch.
Anlass ein viel größer Getümmel ward, nahm er Wasser und wusch die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten, sehet ihr zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach: Sei du Thank you.
dann pfleges Jesum zu sich in das Richthaus und sammelten über ihn die ganze Schar und zogen ihn aus und legeten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie auf sein Haupt und ein Rohr in seine rechte Hand und beugeten die Knie vor ihm und spotteten ihn und sprachen:
Thank you.
Stop!
nächsten Stunde an ward eine Finsternis über das ganze Land bis zu der neunten Stunde. Und die neunte Stunde schrie Jesus laut und
Brüder Jakobi und Joses und die Mutter der Kinder Zebedei. Am Abend aber kam ein reicher Mann von Arimathea, der hieß Josef, welcher auch ein Jünger Jesu war. Er ging zu Pilato und bat ihn um den Leichnam Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte ihn geben. Thank you.
Schwerte lassen in einem Feld sauern und wälzete einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Es war aber Alda Maria Magdalena und die andere Maria, die setzten sich gegen das Grab. Des andern Tages, der da folget nach dem Rüsttage, kamen die hohen Priester und Pharisäer sämtlich zu Pilato und sprachen: Thank you.
Geschlecht des Satans und der Sünde Knecht. Du bist befreit durch Christi tröstendes Erscheinen von dieser Last und Dienstbarkeit. Geh doch dein Mut und dein verstockt Gemüte verspreit, verleugnet solche Güte. Doch wisse, dass dich nach der Schrift kein allzu scharfes Urteil trifft.
ihren Preis erbiegt.
und durch heiles Feuer kräftig zwingt.